von den Bochumern. Und jetzt der Kader von den Bremern. Das Weserstadion ist natürlich das Stadion der Bremer. Dann natürlich. Was? Ich habe das irgendwie vertauscht. Tut mir leid. Also mache ich wieder gut. Nehme ich das jetzt mal wechsle. Bremen. So, wegmachen. Weserstadion. Ich habe jetzt keine Zeit, wirklich das Ding zu machen. Das mache ich nächstes Mal weiter. Ich habe jetzt gerade echt alles voll zu tun. Die Hand voll sozusagen. Also kann ich jetzt nicht mit der Arbeiter machen, weil die A-Taste sozusagen kaputt ist. Da muss man richtig lang drücken, bis, ja. Hier ist Ole Werner als Trainer, stimmt immer noch. Füllkrug, Duxch, Prekalo. Prekalo ist natürlich nicht bei Bremen. Und hier habe ich nichts gemacht bei den Bremern, außer dass ein Auswärtstrikot ein bisschen verfeinert. Bei Dortmund, der sieht schon ziemlich echt aus. Gregor Kobel, Kostanitos Mavropanos, der allerdings nicht bei Dortmund ist. Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Mats Hummels, Daniel Malen, Jude Bellingham, Marius Wolf, Marco Reus, Karim Adeyemi, Sebastian Haller, obwohl er Sebastian Haller hat. Haller heißt. Dann als zweiter Keeper Marcel Lotka, Manuel Akanji, Felix Wiedwald, obwohl er nicht bei Dortmund spielt. Gerade Salih Özcan, Julian Brandt. Hier nochmal auf Team gehen. Hier Dortmund und Signali Iduna Park. Edin Terzic, Dialea, Adeyemi, Malen, Wolf, Reus, Bellingham, Hummels, hier Mafropanos, falls ihr das nicht so gut seht, Süle, Schlotterbeck, Kobel, Gregor Kobel, Kostanitos, Mafropanos, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Mats Hummels, Daniel Malen, Bellingham, Marius Wolf, Marco Reus, Karim Adeyemi und Sebastian Haller. Das Auswärtstrikot der Dortmunder ist schwarz, weil. Tja, weil ich kein anderes gefunden habe. Und ja, das war's schon mit Dortmunds. Jetzt geht's zu Frankfurt. Kevin Trapp, Martin Hinteregger, Timothy Chandler, Tuta, Farida Alidu, Ansgar Knauf, Jesper Lindström, Mario Götze, Philipp Kostic, Lucas Alario, Raphael Boré, Florian Flick. Natürlich das Anthony Martial nicht bei Eintracht Frankfurt. Daichi Kamada ist bei Eintracht Frankfurt. Feiern 3. Gut, so das ist, weil ich die brauchte, damit ich die Wechsel machen konnte bei Frankfurt. Das hier, ja, ist auch so ein Symbol. Ich kann natürlich jetzt auch mal wegmachen, den Jigutsu, weil der schon die ganze Zeit im Verein ist, sozusagen. Das ist das Trikot und da seht ihr den Namen Oliver Glasner mit dem Trikot. Und hier Boré, Alario, Kostic, Götze, Alidu, Knauf, Lindström, Tuta, Hinteregger, Chandler, Trapp. Aufstellung 3-5-2. Speichern. Freiburg. Das ist so mit Marc Flecken, Giorgio Chiellini. Ja, ich habe den Verein richtig umgeändert. Ja, und Matthias Ginter, Lucas Hernandez, Lorenzo Pellegrini, Rodrigo Salazar, Bakary Soumaré, Vincenzo Grifo, Jannik Keitel, Sardar Azmoun, Jayden Braaf, Benjamin Opoff, Noah Atublu, Früchtl, Kevin Schade und Lukas Kübler. Allerdings, das Trikot ist noch gleich. Also, ich habe das von 2023 übernommen. Und vor. Heute ist übrigens der 23.07.2022. Also, wenn ihr das nicht wisst. Christian Streich als Trainer, natürlich der alte Junge, hat den Freiburg so lange schon trainiert. Freiburg Stadion, ja. Freiburg, Braaf, Azmoun. Grifo, Keitel, Pellegrini, Salazar, Soumaré, Hernandez, Chiellini, Ginter, Flecken. Auch hier ist 3-5-2 wie bei Frankfurt. Genau.
Und das Aussichtstrikot, das sieht dann so aus. Ende. Und jetzt kommt Gladbach ins Spiel. Das ist alles an Blair, nur auf der Reservebank. Den Rest kann man schon mal auf Team gehen. Da sind die Sommer, Elvedi, Skerli, Benzebaini, Neuhaus, Waldschmidt, Hofmann, Kone, Embolo, Thüram, Patience. Habe ich Hofmann schon gesagt? Ich glaube, ja. Aber ich sage es jetzt nochmal. Daniel Farke, ja, eingestellt das Gladbach-Trikot. Und jetzt zu Hannover. Nee, brauche ich eigentlich nicht, aber na gut. Julian Rensing. Ja, habe ich mal so geändert. Da habe ich schon so wieder mal was geändert. Hallo, geht was? Wo bin ich denn da? Ach, ich bin da drin, Alter. So, jetzt bin ich drin. Hitz, Toprak, Kagawa, Gacinovic, Salai, Petersen, Harnik. Die Aufstellung 4-4-2. Die normale Aufstellung. Ja, die normalste Aufstellung, genau zu sein. Jürgen Klinsmann, tja, da würden sich die Hannoveraner schon freuen, aber sie haben natürlich nicht Jürgen Klinsmann. Die Hertha hatte mal Jürgen Klinsmann, aber das war ein kompletter Fehltritt als Trainer. Oliver Christensen, André Frederik Björkan, Detrick Boyata, Marcon Dardai, Jonjo Kenny, Jürgen Eckelenkamp, Kevin Brinsboateng, Stuart Serdar, Lukas Tussa, Davy Selke, Chris Jovicic, Fabian Bredlow, Linus Gechter, Myciane Maulida, James Rodriguez und Christoph Piontek. Jovicic, Tussa, Eklenkamp, Serdar Boateng, Kenny Bürkan, Dalai, oh ja, der Christen. Hier ist auch 4-4-2 Berlin, Olympiastadion, Sandro Schwarz. Aber habe ich nicht so viel, jedenfalls Ayen, Robben, Admedi habe ich auch was geändert. Sebastian Knöll und hier Jorginho Rüther, André Kramaric, Marius Bülter. Ja, das ist auch dabei. Die Aufstellung 4-3-3 Sinsheim Paradies. Wollte ich das schreiben, aber Martin Breitenreiter ist natürlich richtig. Und hier bei Köln ist es dann so Marvin Schwäbe, Bright, R&B, Luca Kilian, Kingsley Schindler, André Duda, Jonas Hector, Florian Kainz, Dejan Jovicic, Linton Meiner, Bort Wechos, Anthony Modest, Timor, John Kevin Augusto, der ist neu, Jan Thielmann, Jonas Ulbricht, Janisson. Den habe ich nämlich einfach so dazu gemacht. So, das war's für heute. Ich mache den Teil 2 so etwa ein andermal, aber vor der Saison 22/23. Und tschüss!